Karl, Short Race hinter dich gebracht mit einem Sieg. Das war doch ein guter Start zur deutschen Marathonmeisterschaft. Ja, das war auch genau die richtige Distanz. Das war ungefähr ein Hundertstel kürzer wie morgen. Nee, aber was soll ich sagen? Ich habe mich auf dieses Wochenende super gefreut. Oder ich freue mich immer noch. Ich freue mich auf das Rennen morgen. Und heute war eine kleine Vorbelastung, der Short Race. Und es ist schon mal ganz gut gelaufen. Für mich ist es ein gutes Omen. Mein Kopf stimmt. Ich hoffe, die Form auch. Und dann geht alles gut, denke ich mal. Was erwartest du morgen vom Rennen? Du bist ja einer der Mitfavoriten. Wie siehst du deine Rolle dort? Ja, das Rennen morgen. Wir sind mit Stefan heute nochmal 40 Kilometer vom Kurs abgefahren. Und ja, das wird ein ganz, ganz spannendes und schweres Rennen. Das wird ein Ausscheidungsfahren geben. Aber ich glaube nicht, dass komplett alle Fahrer einzeln reinkommen. Es wird auf jeden Fall zum Schluss eine größere Gruppe geben, was ich aber nicht hoffe, aber wird sich wahrscheinlich doch so ergeben, weil es gibt der Kurs ist nicht selektiv genug, dass man irgendwo irgendwelche Leute verliert. Man muss großes Risiko eingehen, wenn man vorher eine Soloflucht wagt, weil wenn sich hinten 3-4 Fahrer zusammentun, dann hat man vorne alleine keine Chance. Und ja, vielleicht wird das morgen wirklich ein spannender Sprint werden zwischen 2, 3, vielleicht auch 4 Fahrern. Du sprichst es an, vielleicht wird es einen Sprint geben, da hast du ja heute bewiesen, dass du es kannst. Wie sieht deine Taktik morgen aus? Willst du dann eher im Pulk bleiben oder würdest du auch eine Flucht versuchen? Ja, das wird je nachdem passieren, wer in der Gruppe alles dabei ist. Sagen wir, wenn in der Gruppe ein Hannes Gänze dabei ist, da werde ich versuchen, den natürlich vorher irgendwo abzuschütteln, weil Hannes Gänze ist ja bekanntlich ein Draufgänger. Und er wird jede Chance nutzen, um den Sprint zu gewinnen, egal wo er vorbeisticht. Und ja, zum Beispiel, wenn da ein Moritz Mielatz in der Gruppe ist, dann werde ich mich wahrscheinlich auf einen Sprint freuen. Wobei man Moritz nicht unterschätzen darf, der hat heute nur ganz knapp gegen mich verloren. Also das wird, dann muss man im Rennen blitzschnell entscheiden, was man macht. Vielleicht hat jemand auch zwischendrin mal eine Schwächephase und dann muss man genau in dem Moment da sein. Man muss auch selber gut drauf sein, damit man dann eins drüber braten kann. Aber wir können jetzt hier alle möglichen Szenarien durchbrechen und morgen kommt es doch ganz anders. Und kann sein, dass dann morgen doch einer super stark ist, wie ein Wolfram zum Beispiel, dass er komplett durchdreht und sagt, ich war jetzt alleine hier. Und dann kommt er vielleicht auch alleine an. Also es ist, aber so vom Gefühl her, von der Erfahrung würde ich nicht sagen, dass morgen jemand alleine ankommt. Oder wenn, dann ist er super stark. Okay, danke dir, wünsche dir viel Glück und lassen wir uns überraschen. Ja, ich lasse mich auch überraschen.